Hallo, dies ist mein Guide und eine Bewertung des Tierparks Hagenbeck aus Sicht eines Hobbyfotografen. In diesem Video werde ich zunächst die größten Attraktionen des Parks und Tropenaquariums durchgehen und dann die Punkte Artenvielfalt, Größe der Gehege, Einsehbarkeit der Gehege und Begehbarkeit der Anlage. Anstrengend, ja oder nein, durchgehen. Im Hintergrund lasse ich dann eine Bilderstrecke meines letzten Besuchs durchlaufen. Im Folgenden sind die Bilder in einer Canon EOS 700D und einem Tamron 70-300mm Objektiv als RAW-Datei fotografiert worden. Daher sind die Bilder nachbearbeitet. Den virtuellen Rundgang starte ich im Tropenaquarium. Für das Aquarium benötigt man separate Tickets. Während der SARS-CoV-2-Epidemie sind Online-Tickets mit Zeitslot notwendig. Der Weg durch das Aquarium startet prompt mit dem Cutter-Gehege. Die Tiere werden nicht durch einen Zaun von den Besuchern getrennt, nur ein Seil ist vorhanden. Die Tiere können sich darin frei bewegen und auch sehr nahe an den Menschen herankommen. Danach geht man durch eine Tür und an drei Terrarien mit Reptilien aus Asien, Afrika und Südamerika vorbei. Dabei sollte man gut gucken, die Tiere sind teils schwer zu entdecken. Als nächstes kommt das Gehege der Klippschliefer, der nächsten Verwandten der Elefanten. Von dort aus kommt man zu einem Gehege bzw. Aquarium von Lungenfischen und kann den unteren Bereich des Krokodilbeckens ansehen. Nach einer Holztreppe kommt eines der Highlights des Tropenaquariums. Ein großes Becken mit mehreren Stränden, in dem mehrere Nilkrokodile leben. Von einer hölzernen Aussichtsplattform, gleichzeitig Teil des Rundwegs ist, hat man einen guten Blick über große Teile des Sumatra-Flusslaufs und kann zudem zahlreiche Informationen über die Tiere erhalten. Von dort aus geht es in die unterirdische Höhlen- und Reptilienwelt. Vorbei an Echsen kommt man zu einem unterirdischen Raum mit mehreren Terrarien, in dem diverse Schlangenarten und Pfeilgiftfrösche leben. Weil die gesamte Höhlenwelt relativ dunkel ist, empfehle ich auch hier lichtstarke Objektive und besonders für die Frösche Objektive mit kurzer Naheinstellungsgrenze oder starkem Zoom. Danach kommt man noch an Spinnen und einem Gehege mit Fledermäusen vorbei. Davon geht allerdings ein übler Gestank aus. Weiter geht es zu drei größeren Schlangenterrarien, in denen unter anderem eine Königskobra und eine Texas-Klapperschlange leben. Im selben Gehege lebt zudem eine Gila-Krustenechse. Nach der Höhlenwelt betritt man die Unterwasserwelt. Zunächst läuft man zu zwei Aquarien mit bunten Süß- und Salzwasserfischen. Danach kommen weitere Aquarien mit Salzwasserfischen, darunter auch Clown- und Rotfeuerfische. Nach diesen Aquarien kommt das zweite Highlight des Tropenaquariums. Ein gigantisches Aquarium mit Haien, großen Fischen und Rochen. Als Besucher kann man sich auf eine Reihe von Sitzbänken setzen, die angeordnet sind wie in einem kleinen Kinosaal und die Tiere im Sitzen beobachten und fotografieren. Die große Scheibe erlaubt zwar eine gute Sicht, dennoch ist auch dieser Teil des Aquariums relativ dunkel. Danach ist das Tropenaquarium fast zu Ende. Nachdem man einige Treppen gestiegen oder Aufzug gefahren ist, kommt man zu einem Restaurant und Toiletten. Das Restaurant ist zum Stand dieses Videos geschlossen. Von dort oben hat man noch einmal einen guten Blick auf das Krokodilbecken und kann auch die Stellen einsehen, die beim ersten Mal nicht einsehbar waren. Mit einer Treppe geht es wieder abwärts durch einen Tunnel mit vielen Informationstafeln hin zum Ausgang. Ein Besuch ohne Restaurant dauert mindestens 2 Stunden. Im eigentlichen Tierpark gibt es keinen richtigen Rundweg. Deshalb werde ich hier nur auf die besten Gehege und eine Essensgelegenheit eingehen. Der Park beginnt direkt mit etwas Besonderem. Die Elefantenfreilaufhalle
bietet mit viel Fläche für die Tiere und einem Aussichtsabteil für die Besucher sofort ein Highlight. Nach der Halle geht es auf einem kurzen Fußweg zur Außenanlage der Tiere. Das weitläufige Gehege bietet viel Platz für eine große Elefantenherde. Normalerweise kann man die Tiere mit Karotten füttern, die man direkt im Park erwerben kann. Dies ist aktuell aufgrund von Corona nicht möglich. Neben der Hauptanlage befindet sich ein kleineres Gehege. Dieses ist für Elefantenbullen, die zeitweise für Nachzucht im Tierpark sind. Zum Stand dieses Videos sind 2 Elefantenjungtiere im Park. Bei Gehege Nummer 70 befindet sich die Orang-Utan-Anlage. Innerhalb einer halb offenen Glaskuppel leben die Orang-Utans, auch hier nicht durch Gitter oder Ähnliches vom Menschen getrennt. Dennoch können sich die Tiere im hinteren Bereich der Anlage verstecken. Bei Nummer 66 befindet sich das Tigergehege. Das Gehege ist nicht besonders groß, das Tier kann aber dennoch schwer zu finden sein. Gehege Nummer 65 gehört 2 Leoparden. Die beiden Tiere leben in einem Gitterkäfig mit vielen Bäumen, was sie zwar sichtbar, aber schwierig zu fotografieren macht. Auf den Wegen durch den Zoo kann man auch diversen frei lebenden Tieren begegnen, die auch direkt die Wege der Besucher kreuzen können. Das Eismeer ist die 2. große Besonderheit des Tierparks. Mit Eisbären, Pinguinen und Walrössern kann man hier Tiere von beiden Polen beobachten. Aufgrund von Corona waren Teile des Eismeers bei meinem Besuch geschlossen. Die Fotografie der Walrösser erfordert aber etwas Geduld. Bei Nummer 43 kann man eine Pause einlegen und zum Mittagessen oder aber Waffeln und Ähnliches genießen. Daneben befindet sich eines von 2 Flamingo-Gehegen, welches besonders sehenswert ist. Von dort aus kommt man auch gut zum Löwengehege. Das Gehege ist gut einsehbar und die 2 Löwen daher schnell zu entdecken. In der Nähe ist zudem Gehege Nummer 48 mit Mandrillen. Von dort aus geht es zu Gehege 16, einem Gitterkäfig, in dem bunte Papageien leben. Der Käfig ist gut einsehbar und man kann durch die Gitter durchfotografieren. Dazu folgt noch später ein Tutorial. Als letztes besonders sehenswert ist der Kamtschatka-Bär und das historische Eingangstor des Zoos. Die 2 Bären leben in Gehege 22 und können mit Glück sogar beim Schwimmen beobachtet werden. Für den Besuch sollten sie sich 3 bis 4 Stunden Zeit nehmen. Nachdem Sie jetzt einige Informationen zu Hagenbecks Tierpark von mir erhalten haben, folgt nun meine Bewertung des Zoos. Während der Bewertung lasse ich die noch nicht gezeigten Bilder im Hintergrund durchlaufen und zeige am Ende noch einmal meine zusammengefasste Bewertung. Zunächst zur Artenvielfalt. Die Artenvielfalt in Hagenbecks Tierpark ist groß. Es sind zahlreiche, seltene, bedrohte Tierarten zu sehen. Besonders zu nennen sind für mich die Elefanten, Nilkrokodile und Haie. Negativ ist meiner Meinung nach nur, dass man, um die vollständige Artenvielfalt sehen zu können, 2 Eintrittskarten benötigt. Deshalb bekommt der Tierpark hier 4 von 5 Sternen. Nun zur Größe der Gehege. Schön ist hier vor allem die große Elefantenanlage, die nur mit der im Zoo Leipzig vergleichbar ist. Besonders ist ebenfalls, dass einige Tiere frei im Park leben und somit gar keine Gehege haben. Im Tropenaquarium ist besonders das große Haibecken zu nennen. Einzig negativ finde ich die relativ kleinen Löwen- und Tigergehege. Daher auch hier 4 von 5 Sternen. Besonders schön ist die Einsehbarkeit der Gehege. Der Zoo ist nach Möglichkeit gitterlos gebaut und bringt somit kaum Hindernisse für Fotos mit sich. Ebenfalls ist die große Glasscheibe im Aquarium sehr schön. Zudem sind die meisten Gehege für das menschliche Auge gut ausgeleuchtet, auch wenn Fotografieren in manchen Gehegen schwierig ist. Dennoch erhält der Tierpark hier 5 Sterne. Zuletzt gehe ich noch auf die Begehbarkeit der Anlage ein. In Hagenbecks Tierpark gibt es kaum natürliches Gefälle. Das Gefälle im Tropenaquarium geht stets bergab. Wege nach oben bestehen größtenteils aus wenigen kurzen Treppen und die lange Treppe im Tropenaquarium ist durch einen Aufzug daneben ersetzbar. Somit erhält der Tierpark auch hier 5 Sterne.
mit einer Gesamtbewertung der Anlage von 4,5 von 5 Punkten. Der Zoo ist der Fotografen definitiv einen Besuch wert. Hagenbecks Tierpark ist preiswert und hat einige Tiere, die sonst kaum zu sehen sind. Dennoch sind die Tickets relativ teuer.